Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und ich bin dabei, meine Festplatte aufzuräumen. Problem ist, da kommen immer neue Spiele dabei. Das wird nicht weniger. Ich werde wahrscheinlich ein paar wegschmeißen müssen, das wird einfach zu voll. Das ist ein Spiel, wenn ich das hier noch richtig in Erinnerung habe, wo so ziemlich keiner außer mir was auf die Reihe kriegt. Doch einem, der ruft zwei Blackbirds, das hilft mir auch gut beim Killen. Aber ansonsten, zwei Leute kriegen hier was auf die Reihe, glaube ich. Der Rest gar nicht. Und es ist halt immer ein bisschen ätzend, so, ja, in Teams zu spielen, wo quasi keiner irgendwie ein bisschen Unterstützung ist. Aber gut, was soll man machen? Das ist als Waffe die AK-47 mit Reflex Sight und Dual Max. Coole Zusammenstellung eigentlich. Und ich habe mal ausnahmsweise, weil ich habe ja meistens keine Visiere oben drauf, deswegen, das war eine Besonderheit, sogar ein Customized, Fadenkreuz, sowohl in Aussehen als in Farbe. Das Orange und halt dieses Kreuz im Kreis da. Und überhaupt. Hillstreaks sind etwas merkwürdig. Ich bin mir nicht so ganz sicher mehr, was es für welche waren. Ich glaube, der Bomber ist dabei. Bomber, Chopper, Gunner, Napalm Strike oder irgendwie sowas in der Richtung ist es. Ja, weil viele wollten ja auch mal den Bomber in Action sehen. Und ich glaube, ich krieg den Bomber zweimal. Davon einmal kann ich ihn aber nicht mehr zünden, weil das Spiel zu Ende ist. Und das erste Mal kill ich mich damit, glaube ich, selber und fünf andere Leute. Oder irgendwie sowas in der Richtung war das, glaube ich. Ich weiß nicht mehr so genau. Dann gibt es allgemein noch ein paar Sachen, wo man sich ein bisschen drüber beschweren kann. Das ist beispielsweise beim Chopper Gunner. Aber da warte ich einfach mal dazu, bis der Chopper Gunner kommt. Ich sterbe, glaube ich, 8 Mal oder so. Also ist nicht das beste Spiel. Allerdings habe ich am Ende knapp, also entweder 40 Kills oder knapp unter 40 Kills. Ja. Ich meine, wie gesagt, ich bin der Einzige, der halbwegs was killt. Der andere, der hier laufend Blackbirds oder zwei Blackbirds ruft, der hat natürlich sehr, sehr gute Unterstützungsarbeit geleistet. Ohne den wäre das gar nicht möglich gewesen. Ich versuche den auch nochmal namentlich zu erwähnen, wenn ich dann sehe, wer es ist. Wenn ich das in diesem Mini-Vorschaufenster, das ist total dumm hier. Vor allem, wie er sich mir da noch in den Weg stellt, das sind halt die allerbesten. Ganz viele Ghost-Typen hier wieder am Start. Ganz, ganz viel Ghost. Das ist ja eh dann. Wer war es hier? Ich hab's nicht erkannt. Ihr erkennt das besser, weil das Video dann in einer höheren Auflösung ist. Im Vorschaufenster habe ich nichts erkannt, wer den Blackbird da immer ruft. Irgendwas mit R am Anfang. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile ein großer Fan von Warlord, allgemein. Zwei Granaten ist einfach ziemlich geil. Vor allem halt auch, oder zweimal Axt. Ich habe es jetzt ausprobiert, zweimal Axt geht auch. Nicht nur zweimal Granate, zweimal Axt geht auch. Und da kann man sogar schon ein bisschen Axt-Spam machen. Ja, da kommt er von hinten. Sieht man schon am Blackbird, rennt da rein. So, jetzt kommt Bomber. Ich glaube, jetzt bomber ich mich selbst in die Luft gleich. Genau, erst war Chopper Gunner am Start. So rum war's, ja. Genau. Ich werde demnächst auch nochmal versuchen, ob ich irgendwie was mit Tactical Mask Pro auf die Reihe kriege. Ich habe es noch nicht freigespielt. Ich krieg das einfach nicht hin. Wer es nicht weiß, Tactical Mask Pro, ich muss 20 Leute killen, während sie in meinem Nova Gas stehen, 20 Leute, während sie in meinem Stunts stehen, 20 Leute, während sie in meinem Flash stehen. So, jetzt habe ich's. So, was ich ein bisschen doof am Chopper Gunner finde, dass das Ding nur zwei Flares hat. Da bin ich einer Meinung, hier wollte ich gerade meine Sensitivity ein bisschen hochstellen, weil es mal so besser geht, aber ich habe es dann sein gelassen. Wie einer meiner Lieblings-englischen Kommentatoren, The Thunder, bin ich auch der Meinung, dass es tatsächlich nicht über wäre, wenn der Chopper Gunner statt 2 Flares 3 Flares hätte. Sprich, es könnte nicht ein Einzelner mit seinem Streller abschießen. Denn ich finde es im Vergleich zum Thunder allerdings, muss ich sagen, finde ich es gut, dass Killstreaks nicht stacken. Der hat sich ja beschwert, dass Killstreaks wieder stacken sollen. Das finde ich bescheuert. Bin ich super, so wie es ist. Allerdings könnte man den hohen Killstreaks mit dem Gunship und dem... Oh, zumindest dem Gunship... Geil, ne? 5 Leute gekillt oder sowas. 3 Leute gekillt. Aber natürlich mich selbst mit. So wie das sein muss. Ja, ich mache Contracts. Warum auch immer, brauche ich nicht von den Codpoints. Aber ist eigentlich ganz lustig. Da hat man einen Grund, auf was man spielen kann. So. Wie gesagt, ich bin dafür, dass sie zumindest dem Gunship 3 Flares geben. Denn, ihr habt ja gesehen, wie schnell man abgeschossen wird. Und mit dem Gunship wird man genauso schnell abgeschossen. Das ist eigentlich kein 11er Killstreak wert. Und für 9er Killstreak ist halt auch hart. Ja. Das ist halt so, Chopper Gunner ist halt so eine Sache. Damit kann man total viele Kills machen. Auf Dschungel, wenn man Gegner erwischt, die dich nicht abschießen.
alternativ kann man auch faktisch überhaupt keine Killstreak machen. Das ist für 9er Killstreak ein bisschen blöd. Ich finde, 3 Flares wäre durchaus okay gewesen, ohne es überzumachen. Da ja eh immer mehr als einer eigentlich drauf schießt. Stell's da lang hier unten. Ne? Ich glaube, das Game ist auch gleich fertig. Das Game ist relativ schnell jetzt, glaube ich, sogar noch fertig. Und man muss dazu sagen, das Lustige ist ja, ich habe von den ganzen Kills am Ende fast alle mit der Waffe gemacht. Also vielleicht 10 oder so mit Killstreaks. Also das ist durchaus, finde ich, ganz respektabel. Zumal man sagen muss, hätte ich hier Hunde oder sowas noch mit eingepackt, wäre das natürlich bedeutend schneller gegangen, hätte auch mehr Kills gegeben. Ich bin ja noch dabei, ich versuche ja noch ein Gameplay aufzunehmen, wo ich tatsächlich mal 50 Kills im Team Deathmatch kriege, aber das habe ich noch nie geschafft. Kann man normal auch gar nicht schaffen. Ja? Das heißt, also um so viele Kills zu machen in einem Team Deathmatch, also 50, setzt voraus, dass man ausschließlich absolute Noob-Gegner hat und sein eigenes Team zusätzlich auch noch überhaupt nichts auf die Reihe bekommt. Und das in und man eine gute Verbindung hat und einen guten Tag erwischt, also das in Kombination alles ist schon schwierig. Deswegen, wenn ich das mal hab, kriegt ihr das natürlich als Erster zu sehen. Aber ich glaube, so schnell wird das nicht kommen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich hier die 40 Kills geschafft habe. Ich glaube, knapp drunter. Am Ende. Ja. Jetzt habe ich nicht allzu viel zum Spiel gesagt. Ja, das Abo-Special, das macht mehr Arbeit als gedacht. Wie viel habe ich? 37, 37, 8. Das ist ja okay, finde ich, oder? Das ist durchaus im Rahmen. Und, ja. Wer war es denn jetzt hier? Der Rivers hat die Blackbirds gerufen. Ja, das hat er gut gemacht. Gibt's nichts zu sagen. Und das Abonnenten-Special macht mehr Arbeit, wie gedacht. Ich habe heute erstmal eure ganzen Flash-Videos konvertiert. Ja, leider gab's da viele bloß auf 360 Auflösungen. Müssen wir mal gucken, inwieweit das qualitativ am Ende überhaupt passt. Ich denke, ich werde das heute fertig schneiden und dann müssen wir mal gucken. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.